Gespräch unter Brüdern in der Wüste. Christus war volles Geistes und sehr begeistert, sein Leidensspiel so bald wie möglich zu beginnen. Und so geschah es, dass die Engel Christi Geistleib vom Himmel auf die Erde einflogen. Sanft setzten sie ihn in der judäischen Wüste ab, ohne dass sich auch nur eine seiner kostbaren Zehen an einem Steine stieß. Danach schafften sie den ihm zugedachten Fleischleib eines gewissen Jeschua heran, den Gott zu diesem Zwecke mit einem Menschenweib gezeugt hatte. Er war inzwischen als unterschobener Sohn eines Zimmermanns und dessen Weib Miriam in einem fraglichen Dörfchen Nazareth zu einem ganz gewöhnlichen Manne von etwa 40 Jahren herangereift. Dann verschnitten die Engel deren gegensätzliche Naturen, die göttliche und die menschliche, zu einem eigenartigen Zwitterwesen, ganz Mensch und ganz Gott. Eine etwas schwierige Mischung. Doch Gott ist alles möglich, selbst das Unmöglichste. So ward das Wort Fleisch, oder das Fleisch ward vergeistigt, wie man es meinen will. Schließlich trugen die Engelchen diesen Mischwesen mit Namen Jeschua auf, 40 Tage mit den dazugehörigen 40 Nächten zu fasten. Danach flatterten sie flügelrauschend davon und überließen Gottes, menschgewordenen Sohn, der Einsamkeit der Wüste, seinem Gott befohlenen Fasten und sich selbst. Dazu noch den Skorpionen, die zu zertreten, er ebenfalls vom himmlischen Vater geschickt worden war. Auch Schlangen gab es, die ihm an die Ferse wollten. Dieser Gottmensch Jeschua wandelte nun in der Wildnis herum. In all den Tagen und Nächten aß der Mensch Gott nichts, weil es ohnehin nichts Essbares zu finden gab. Und Heuschrecken essen, dazu war er sich als Gottessohn zu fein. Nur gelegentlich fing er mit der hohlen Hand ein paar Wassertropfen auf, die aus einer Gesteinsspalte sickerten. Geduldig wartete er, bis sich etwas nass angesammelt hatte, das er dann gierig in sich hineinschlürfte, um seinen brennenden Durst zu stillen. Selbst ein göttlicher Leib braucht hin und wieder wenigstens ein paar Tropfen trüben Wassers, will er sich nicht vom Wüstenwind zu Dörrfleisch austrocknen lassen. Der Gottessohn hätte es eigentlich so machen können wie Moses, der damals in der Wüste mit seinem Stab gegen einen Felsen schlug und sofort sprang kühles Wasser heraus. Doch dafür hatte Gott ihn auch gestraft. Trotz all der treuen und grausamen Dienste, die er Gott erwiesen hatte, durfte er wegen dieser Kleinigkeit das gelobte Land nur schauen. Hinein ließ der Herr ihn jedoch nicht. Da wollte Jeschua nicht Gefahr laufen, dass sein Vater auch ihn strafen würde, falls er seine Wunderkraft in ähnlicher Weise missbrauchen würde, nur um seinen allzu fleischlichen Durst zu löschen. Da litt er lieber als Mensch, statt sich als Gott über den Durst zu erheben. Tagsüber taumelte Jeschua in der Wüste herum oder saß im Schatten einer Fensternische, den Kopf zwischen die Knie geklemmt und besah seinen Nabel. Nachts verkroch er sich in eine Höhle, wo er sein heißes Haupt auf einen Stein niederlegte. Vögel haben ihre Nester und Füchse ihre Gruben. Doch dieser Menschensohn hatte nur einen Stein. Auf dem schlief einen kurzen, unruhigen Schlaf, der Magen knurrte und weckte ihn ständig. Nach all dem war es verständlich, dass es Jeschua schon noch ein paar Tagen und Nächten gewaltig hungerte. Na, erkannte der himmlische Vater,
dass der Augenblick günstig war, seinen verfleischlichten Sohn mit ein paar Versuchungen zu prüfen. Denn wenn der Leib schwach wird, wird es der Geist auch. 21 Tage lang war Jeschua schon in der trostlosen Einöde ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Da, bei Einbruch der dazugehörigen 21. Nacht, kam ein Sandsturm auf, der den Himmel verdüsterte. Dann sauste ein Blitzstrahl herab, als sich die Staubwolken verzogen hatten und die Sicht wieder klar geworden war, wandelte eine lichtvolle Gestalt durch die steinige Wildnis. Wer war das wohl? Das konnte nur Luzifer sein, und der war es auch. Erst musste der von Gott gesandte Versucher lange zwischen den Felsbrocken nach dem in Jeschua eingefleischten Christus suchen, bis er ihn schließlich in seiner Abgeschiedenheit vor einer Höhle aufstöberte und in sich dieser vor der ihm unerträglichen Hitze geflüchtet hatte. Das Gottsöhnchen war ja nur die Kühle des hohen Himmelsgewölbes gewohnt. Jeschua saß im Sand und starrte in die hereinbrechende Nacht. Da sah ein Zwielicht, ein grünliches Licht herantänzeln. Das zog einen weiten Flämmchenkreis um ihn. Schließlich stand es still und formte sich zu einer Gestalt. Ohne den Kopf heben zu müssen, wusste Jeschua Christus, wer da in einem geheimnisvoll grünen Licht erstrahlte. Er spürte die starke Gegenwart des Widersachers, spannte seinen vom Fasten geschwächten Körper an und sammelte seine restlichen Kräfte, denn er wusste um die Macht seines Bruders Luzifer. Und schon glaubte Jeschua die Gestalt eines verführerischen, nackten Weibes zu sehen, das sich ihm zu nähern drohte. Nur der feurige Blick der glänzenden Augen verriet den Luzifer. Denn solche Augen hatte nur einer. Sofort streckte Jeschua abwehrend die Arme aus. Luzifers Stimme raunte aus dem Dunkel. Ich bin die schöne Lilith, die nachts einsame Männer besucht. Es ist nicht gut, dass ein Mann zu lange allein ist und schon gar nicht in der Wüste. Da sieht er in allem ein teuflisches Weib, das ihn verführen und von Gott wegzerren will. Die weibliche Gestalt näherte sich. Dich dürstet? Soll ich dir von meinen Brüsten zu trinken geben? Frauenmilch ist süß, glaub mir. Dabei streckte die Gestalt Jeschua einladend ihre ausladenden Brüste hin. Rasch bedeckte dieser mit seinen staubigen Händen die Augen. Doch wenn dir mein weiblicher Anblick solch sinnliche Schwierigkeiten bereitet, kann ich mich auch anders zeigen. Ich bin ein großer Verwandlungskünstler. Im Nu war das Weib verschwunden. Nun zeigte Luzifer sich als dunkler Engel von vollkommener Schönheit. Als Jeschua Christus ihn sah, wurde sich seiner menschlichen Unvollkommenheit bewusst und bedauerte es, in so einem Fleischleib stecken zu müssen. Und er schämte sich seines menschlichen Teils. Luzifer fühlte das und zischelte.
Oder soll ich lieber in den Leib einer Schlange fahren und mich dir biegsam und anschmiegsam zu Füßen winden? Ich kann auch das. Da entfuhr es ihr schon gequält. Lass deine Verstellungen, zeig dich als der du bist. Wie du willst. Doch wie langweilig immer nur der zu sein, der man ist. Zur Abwechslung soll man auch als der erscheinen, der man nicht ist, um seine Verwandlungsfähigkeit zu zeigen. Noch bei dir predige ich wohl Taubenohren. Da wurde der große Verwandlungskünstler als Luzifer sichtbar. Er setzte sich Jeschua gegenüber auf einen flachen Stein. Lange musterte er mit seinen grün funkelnden Augen seinen fastenden Bruder. Jeschua packte ein leichtes Grauen. Plötzlich sprang er auf, er griff einen spitzen Stein und zog rasch im Sand einen Kreis um sich. Luzifer lachte. Schließ dich in deinen Kreis ein, wenn du glaubst, dich dadurch vor meinen Einflüsterungen schützen zu können. Ein Kreis im Sand hilft dir nicht, denn dein von der Stille ausgehungertes Ohr giert nach Worten, selbst nach solchen, die aus meinem Munde kommen. Gekommen bist du, um mich von Gott wegzuziehen. Ich aber will ihm nahe sein. Du warst ihm lange genug nahe, du Vatersöhnchen. Jetzt hat er dich auf die Erde verbannt. Heimweh nach dem Himmel ergreift dich. Das ist verständlich. Nach der himmlischen Seligkeit erscheint dir die Erde als Jammertal. Doch tröste dich, es ist nur für kurze Zeit. Luzifer sah Jeschua aus seinen tiefgrünen Augen prüfend an. Dann sagte er scheinbar besorgt: Du siehst nicht gut aus, Bruder. Ich erkenne dich kaum wieder. Oh, wie tief bist du gefallen. Vor kurzem noch warst du ein Lichtwesen. Doch jetzt bist du, ach, ich wage es kaum auszusprechen. Nichts als ein Mischling. Kein ganzer Gott mehr und auch kein voller Mensch. Ich bin ganz Gott und auch ganz Mensch. Ein bisschen Mensch und etwas Gott. Zwei Wesen in einem Leib. Das kann nicht gut gehen. Da weißt du nicht, was du nun wirklich bist. Spätere Geschlechter werden sich darüber streiten, was du nun warst. Mehr Mensch als Gott oder mehr Gott als Mensch? Oder beides schön ausgewogen, ein halber Mensch und halber Gott? Oder ein ganzer Gott und auch ein ganzer Mensch? Nun, das zu entscheiden, ist nicht meine Sache. Im Augenblick siehst du abgemagert aus. Erschreckend wie ein Geist. Wie viele Tage hungerst du denn schon? Jeschua schüttelte sein staubiges Haupt. Er hatte die Tage nicht gezählt. Das überließ er den Engeln. Einer würde schon vom Himmel herabflattern und ihm verkünden: Herr, dein Fasten ist um. Du hast über den Magen gesiegt. Halleluja, Halleluja. Luzifer sprach: Deine himmlisch-weiße Haut ist beinahe schwarz von zu viel Sonne. Wie trockenes Leder hängt sie dir an den Knochen. Deine Augen glotzen aus dunklen Höhlen. Die eingefallenen Wangen fallen dir in die Mundhöhle. Du wagst es kaum, deine brennende Zunge mit einem Tropfen Wasser zu befeuchten. Denn damit würdest du dein Fasten brechen und wider Gottes Willen handeln. Haar und Bart sind verfilzt und deine Wohnstatt den Läusen. Dein lumpiges Gewand müsste gelegentlich einmal gewaschen werden. Deine Knie sind vom Wien herumrutschen zerschunden. Nichts als Beten und Fasten und wieder Beten. Und das alles,
noch zu? Du solltest was essen. So lange zu fasten ist weder gut für den Körper und noch schlechter für den Geist. Da kann einer leicht den Verstand verlieren. Es ist nicht gut, dass der Mensch zu lange in der Wüste allein sei. Die Hitze und Einsamkeit bringen das Hirn in der Schädelschale zum Kochen. Da kann einer leicht wahnsinnig werden und Dinge sehen und hören, die gar nicht sind, sondern nur in seiner Vorstellung herumspuken. Jeschua starrte Luzifer wie eine Erscheinung an. Dann murmelte er mit aufgesprungenen Lippen vor sich hin, so wie du. Verzweifelt versuchte mit den Händen Luzifers Erscheinung von sich wegzuwischen. Luzifer machte Spaß, ein Spielchen mit seinem selbstquälerischen Bruder zu treiben. Ja, vielleicht sitze ich dir gar nicht hier gegenüber, sondern nur unter deinem Schädeldach. Er so versicherte Jeschua, streckte fahrig die Hand nach Luzifer aus, um sich zu vergewissern, ob da tatsächlich einer vor ihm auf dem Steine saß. Das ist nicht wahr. In mir ist nichts Böses, also kannst du auch nicht in mir sein. Falsch geschlossen. Die Kehrseite vollkommener Heiligkeit ist die vollkommene Bosheit. Keiner ist so grausam wie ein Heiliger. Er ist grausam gegen sich selbst und versagt sich alles, was Genuss macht. Die Einsamkeit treibt seltsame Blüten. Da wird der Geist leicht ausschweifend. Wild wuchern die Wahnträume, die dich an den Abgrund des Irrsinns stoßen. Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Selbst in der Totenstille der Wüste findest du keine Ruhe. Luzifer hielt inne und lauschte ins Dunkel. Dann raunte er, hörst du die Stille, die uns umlauert, uns umschmeichelt? Sie brütet Gedanken aus, die man sich sonst kaum eingestehen mag. Da pluppern leicht Machtträume hoch, die du nicht glauben willst. Dein Fleisch ist geschwächt, doch der Geist ist erregt. Du bist dem Wahnsinn näher als der Seligkeit. Nein, ich bin selig, denn der Vater ist bei mir. Oh, Luzifer sah sich scheinbar suchend um. Ich sehe nur Steine und höre nur Schweigen. Hüte dich vor der Einsamkeit. Sei vor dir selbst auf der Hut. So lange allein in der Wüste zu hocken, kann gefährlich werden für einen, der nicht in sich gefestigt ist. Da flimmert dir alles vor Augen, wie die Luft auf den heißen Steinen. Da siehst du nicht mehr ganz klar. In jeder Felsspalte erschaust du Gespenster, Luftspiegelungen, gaukeln dir Engelscharen vor. Hab keine Angst vor den wilden Tieren. Hab eher Angst vor deinen wild wuchernden Gedanken. Schlangen und Skorpione sind harmlos, verglichen mit dem, was da in deinem Geist aufsteigt. Da malst du dir Teufel an jede Felswand. Von den Worten Luzifers gebannt, starrte Jeschua ins Dunkel. Mit einem Lachen brach Luzifer den Bann. Fürchte dich nicht, denn jetzt bin ich bei dir, alle Tage bis ans Ende deines gottbefohlenen Fastens. Das gibt uns Zeit, über das Markus zu plaudern. Auch will ich dich auf ein paar neue Gedanken bringen, auf die du von alleine vielleicht nicht gekommen wärst. Außerdem ein guter Schauspieler geht vor seinem großen Auftritt erst einmal in sich, um mit seiner ihm aufgetragenen Rolle eins zu werden.
Für eine Weile saß Luzifer schweigend auf seinem Stein und sah Jeschua zu, wie er fastete und sich im Leiden übte. Da fühlte er so etwas wie Erbarmen mit seinem Bruder. Sanft sagte er: Bruder, was quälst du dich so ab? Du isst nichts, trinkst trübes Wasser. Damit willst du dich stark machen für deine Sendung, doch schadet das nur deiner Gesundheit. Und all die Selbstquälerei, wozu? Um dann zu den Menschen zu gehen und sie zu erlösen. Hast du sie schon gefragt, ob sie überhaupt erlöst werden wollen? Überlege dir alles noch einmal gut, ehe es zu spät ist. Denn dein Gang zu den Menschen wird dein Untergang sein. Sobald du den ersten Schritt getan haben wirst, wirst du auch die weiteren Schritte tun müssen. Luzifer hüllte sich in sein schillerndes Gewand und horchte in die Stille. Dann raunte er: Eine schreckliche Einsamkeit herrscht hier. An was für einen öden Ort hat dich der Heilige Geist doch entführt? Konnte er keinen besseren finden? Ich fühle mich nicht einsam, denn mein Vater ist stets bei mir. Ja, in der Einsamkeit der Wüste glaubst du, mit Gott auf Du und Du zu sein. Du fühlst dich vom göttlichen Atem umhaucht. Du denkst nichts als Gott, Gott, Gott. Ich ruhe in Gott. Rede dir das nur ein. Du wütest gegen dich selbst, willst hungern und dürsten. All das ist dir süß. Im Leid findest du deine Lust. Doch grenzt das an Irrsinn. Warum sind wir hier in der schrecklichen Stille? Du und ich. Der gehorsame und der ungehorsame Sohn und doch Söhne des einen Vaters. Dass ich jetzt hier bei dir in der kalten Wüste nackt hocken muss, habe ich ihm zu verdanken. Wenn es nach mir ginge, würde ich nicht in dieser Einöde herumlungen. Für mich hat diese Wildnis nichts Reizvolles. Ich bewege mich lieber unter Menschen, auch wenn diese schlecht riechen. Doch mich an den Weibern zu reiben, ist meine bescheidene Lust. Luzifer hob sein edles Haupt und lauschte abermals in die abgrundtiefe Stille. Der gütige Gott hat dich in diese Einöde gesetzt. Kein Engelchen steht dir bei. Die Einsamkeit nagt an dir. Gekommen bin ich nicht als Feind, sondern als dein Freund, um dir ein wenig Gesellschaft zu leisten, denn sonst sähst du dem Nichts gegenüber. In der Stille der Wüste lässt es sich gut reden. Im Himmel ist man ja nie allein, ständig flattern da scharweise Engel herum, ihr ewiger Lobgesang lässt einem keine Ruhe. Hier aber sitzen wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber und können ungestört miteinander reden. Ein gutes Gespräch unter Brüdern. Und Gott, er sieht und hört alles. Tja, doch oft genug sieht er weg. So auch jetzt, da bin ich sicher. Wenn du leidest, das will er nicht sehen. Da kümmert er sich jetzt nicht um uns. Da er sich gerade von seinen Engeln loben lässt, das ist ja nur ein Vorspiel. Erst wenn sein Stück voll beginnt, schaut er zu. Hast du ein williges Ohr, um mich anzuhören? Du musst mir nicht antworten. Zuhören genügt, ohne dass du gleich aufspringst und davonläufst. Jeschua schwieg. Luzifer nickte befriedigt. Du jagst mich nicht fort, denn du brauchst mich.
Außerdem lässt Luzifer sich nicht vertreiben. Er geht, wann er will, und kommt wieder, wenn die Gelegenheit günstig ist. Er ist hartnäckig und lässt sich nicht abschütteln. So, jetzt steckst du in diesem Fleischkörper. Nun, wie fühlst du dich darin? Jeshua streckte die Arme aus und dehnte sie wie einer, den man in einen allzu engen Rock gezwängt hatte. Bedauernd, sagte er, beengt und schwer. Ja, das Fleisch zieht nach unten. Aus diesem Körpergefängnis wirst du nicht mehr raus können, bis das der Tod euch scheidet. Ich bin froh, dass Gott mich nicht gezwungen hat, in so etwas Ekeliges reinzukriechen. So werde ich dich als reiner Geist begleiten. Nur als Mensch kann ich mich den Menschen vermitteln. Das werden wir sehen. Da fragte Jeshua seinen Bruder, warum muss ich fasten? Das habe ich mich auch gefragt. Warum musst du als Gottes Sohn fasten? Ich sehe darin keinen Sinn. Doch so steht es geschrieben. Vielleicht hat Gott dich für eine Weile in die Wüste geschickt, um dir Zeit zu geben, damit du dich an das beschwerliche Fleisch gewöhnst und voll in deinen Leib hineinwächst. Der hungrige Magen wird dich dein trautes Heim im Himmel vergessen machen und dich zwingen, ganz irdisch als Mensch zu denken. Ich bin gekommen, um dir die Zeit des dummen Fastens zu vertreiben. Denn Fasten ist langweilig. Man fastet einen Tag und noch einen Tag, und dann zählt man die Tage, die man schon durchgefastet hat. Man ist stolz darauf, dass man bisher über seinen Wagen Sieger blieb. Und so fastet man weiter. Doch wird man dadurch auch klüger? Kaum, nur schwächer. Auch musst du fasten, weil Moses das tat. Da Gott nichts Neues einfällt, wiederholt er, was er in seiner Vergangenheit schon einmal getrieben hat. Warum hungert es dich eigentlich? Für dich als ein geistiges Wesen sollten 40 Tage Fasten eine Kleinigkeit sein. Schließlich nährst du dich ja nicht von Brot, sondern von Gottes Wort. Wir Engel essen ja auch nichts, sondern nähren uns von Geiststoff. Wie kann ein halber Gott, der du immer noch bist, so eine niedrige Regung wie Hunger verspüren? Seit ich auch Mensch bin, habe ich einen Magen, und der will gefüllt werden, sonst knurrt er schmerzhaft. Ja, Menschsein hat seine Nachteile. Nun, ein bisschen Fasten steht dir nicht schlecht an, das passt zu einem Wanderprediger, der aus der Wüste kommt. Nach später wirst du nie wieder fasten, sondern auf Hochzeiten ausgiebig schlemmen. Essen und Trinken wird eine deiner Lieblingsbeschäftigungen sein. Doch für heute will ich es genug sein lassen. Faste schön weiter, morgen sehen wir uns wieder. Luzifer erhob sich von seinem Stein, drehte sich im Kreise grünlicher Flämmchen ein paar Mal um sich selbst und löste sich schließlich im Dunkeln auf. Jeshua war wieder mit sich selbst allein. Die ganze lange Nacht fand er keinen Schlaf. Luzifers Gestalt tanzte als nacktes Weib in seinem Schädel.